Der Kessel. Der Kessel wurde 1891 im Moor nahe Gundestrup, Dänemark, gefunden. Nach der Restaurierung stellte sich heraus, 5 Innen- und 8 Außenplatten bilden die Wand des Kessels. Ein rundes Relief ziert den Boden, eine Platte fehlt. Der Durchmesser des Kessels ist 69, die Höhe 42 cm. Die Reliefs auf den Platten zeigen, das Bodenrelief ausgenommen, weibliche und männliche Gottheiten umgeben von Tieren und Menschen. Das Bodenrelief beherrscht der massive Körper eines toten Stiers mit abgetrennten Hörnern. Geschildert wird die Opferung eines Stiergottes. Der Stier opfert seine Hörner und damit seine überlegene Urgewalt. Die tote Frau über dem Stier ist die Seele des Stiers, worauf die Flügel an ihren Knöcheln hinweisen. Mit dem Verzicht auf ihren Menschkörper verzichtet sie auch auf ihr Triebleben, symbolisiert durch das tote Raubtier unter dem Stier. Die menschliche Seele inspiriert den Stier zum Selbstopfer und vollzieht das Opfer. Der Tod des Stiergottes erweckt den Mythos der Wiedergeburt zum Leben. Die Macht des Todes ist überwunden. Dem Historiker Poseidonius ist eine Eigenart der Kelten aufgefallen. Den Göttern huldigen sie, indem sie sich nach rechts wenden. Die rechte Seite, die der Götter, ist Seite des Lebens, die linke die des Todes. Um neues Leben durch Wiedergeburt zu erlangen, muss der Tod überwunden werden. Der Platz zwischen Leben und Tod, die Mitte, ist daher Ort der Wiedergeburt. Blüten symbolisieren die Dreiheit von Leben, Tod, Wiedergeburt. Die Blütenblätter rechts und links deuten Leben, Tod an. Das aufragende mittlere Blatt, die Wiedergeburt. 3 dieser Symbole sind unter dem Bauch des Stiers, 8 umgeben den Körper der Stierseele. Nahe Kopf und Füßen, 3 miteinander verbundene, 2 einzelne über dem Körper. Das Schwert in der linken Hand der Stierseele besagt, die Seele tötet mit dem Stier sich selbst. Laubwerk umrankt Kopf und Vorderbeine des Stiers. Stilisiertes Blattwerk, Rücken und Brust. Ein Versprechen für künftiges Leben. Der Hund erspürt den richtigen Weg. Auch er stirbt nach vollbrachtem Opfer. Um die Klarheit und Wucht der Komposition nicht zu stören, wird er nur skizziert. Auf der Stirnfront des Stiers 2 Symbole. Unten das der Dreiheit mit den 2 Leben-Tod-Querbalken und dem senkrechten der Wiedergeburt. Darüber im Kreis das Symbol der Vierheit, bestehend aus je 2 gekrümmten Linien links und rechts. Darüber die 5. als Quintessenz. Die Hände der männlichen Götter sind Ausdruck desselben Symbols. 4 Finger und der Daumen. Er ist als 5. die Quintessenz. Näheres davon später. Ein Relief auf der Seefahrersäule von Paris bestätigt die Hypothese 2 verschiedener Wesensarten. Kraniche vertreten die Stierseele. 2 auf seinem Rücken erinnern an die Zeit, da nur Leben, Tod existierten. Der 3. Kranich auf dem Kopf inspiriert den Stier zum Opfertod. Er ist Schöpfer der Wiedergeburtsidee.
Die Gesichtszüge der Göttin drücken wohlwollende Aufmerksamkeit aus, ihre Handhaltung Ergebenheit. Sie trägt den Halsring, das Seil, das den Träger mit den Stierahnen verbindet, das bedeutsamste Symbol der Dreiheit. Das rechte kugelförmige Ende besagt Leben, das linke Tod, der verbindende Ring Wiedergeburt. Die Gestalt rechts der Göttin ist am Nackenhaar und am Trikot als Stierseele zu erkennen. Sie trifft mit dem von ihr geopferten Raubtier im Jenseits ein. Der Stier, ein Gott, nahm sogleich den ihm gebührenden Platz ein. Seine, nun Körper und flügellose Seele, muss sich erst bewähren, ehe sie untergebracht wird. Von oben vordringende spitze Dreiecke bezeugen das Interesse der Himmlischen am Ankömmling. Ein neues Symbol der Dreiheit taucht auf. Drei Blätter, deren Spitzen in zwei verschiedene Richtungen zeigen. Die Spitzen des ersten und dritten Blattes, Leben, Tod, zeigen in dieselbe Richtung. Die des zweiten Blattes, Wiedergeburt, in die entgegengesetzte. Der ehemaligen Stierseele wird ein Platz links der Göttin angewiesen. In einer Haltung von wacher Bereitschaft wartet sie ab. Die nach oben gerichteten Blattdreiheiten versprechen himmlische Zukunftsaussichten. Der Allmächtige strahlt Güte, Weisheit und Majestät aus. Unzählige irdische Jahrhunderte sind seit dem Opfertod des Stieres vergangen, als er der Welt zwei Hirsche schenkt, einen Unsterblichen und einen Sterblichen. Der Sterbliche wird sich opfern. Sein Tod wird einen neuen Gott, den Hirschgott, zum Leben erwecken. Der Stierahne schenkte den Menschen die Dreiheit von Leben, Tod, Wiedergeburt. Der Hirschgott wird die Dreiheit zur Vierheit erweitern. Die Zahl 4 ist ein archetypischer Ordnungsfaktor. Bekannte Vierheiten sind zum Beispiel die 4 Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, Grundfarben, Elemente, Temperamente. Zum Symbol der keltischen Vierheit werden 3 Äste des Hirschgeweihs mit dem Ohr als viertem. 3 gleiche Faktoren, Geweih, werden mit einem 4. ungleichen Ohr zusammengestellt. Ein halbes Jahrtausend später beschäftigt sich die Alchemie mit demselben Problem, den Wandel von 3 zu 4. Das Hirschgeweih-Symbol, leicht abgewandelt, findet sich auf ostkeltischen Münzen. Die 4 Heiten über den Gruppen der Pferde symbolisieren Antrieb und Richtung. 4 Heiten deuten auch die eigenwilligen Pferdeköpfe an. Auf dem Zweig, den die Reiterin hochhält, sind auf einer Seite 3, auf der anderen Seite 3 plus 1 Blätter. Der abgewinkelte rechte Vorderfuß des Pferdes, eine Dreiheit, wird mit den 3 anderen Füßen zur 3 plus 1 Vierheit. Das Mühlespielbrett bietet die Möglichkeit, über 3 und 4, über Winkel und Rechteck zu meditieren. 3 und 4 voneinander getrennte Kreise mit Punkten in der Mitte werden gerahmt und als Ganzheit präsentiert. Ein Gerüst mit 3 Stangen unten, die 4. hoch oben mit dem Viereck, dem Symbol der Ganzheit, verbunden. Felsbilder zeigen das Haus, das sich der Kelte im Jenseits erwartet. Auf dem dunklen Sockel, dem Jenseits, das Viereck der Vollendung, darüber die Dreiheit
als Dach mit je 6 aufragenden Fühlern, die Kommunikation nach allen Seiten garantieren. Ein Gott, der Klugheit und Wissen ausstrahlt, bereitet die Ablöse des Stiergottes vor. Das Viereck in seinem Bart weist auf die 4 als Zahl der Zukunft hin. Typisch für alle Reliefs mit männlichen Göttern ist deren Handhaltung. Die Arme rechtwinklig nach oben gestreckt, die Hände so gekrümmt, dass 4 Finger sichtbar bleiben. Daneben der ausgestreckte Daumen. Diese Hände bestätigen. Mit der Zahl 4 ist die Existenz im Jenseits gesichert. Der Daumen bestätigt die 4 als Quintessenz. Die gekrümmten Hände der Götter hüten ein Geheimnis, das den Menschen erst nach dem Tod geoffenbart wird. Die konkretisierte Wiedergeburt, das Haus im Jenseits. Der Mann ist, wie der Reiter links bekundet, vom Stande der Ritter. Ihm gegenüber, auf gleicher Höhe, auf Menschenhöhe, die ehemalige Stierseele. Sie erscheint dem Ritter im Traum und erteilt ihm den Auftrag: Geh auf Jagd, töte den Hirsch, den dir dein Hund zutreibt. Der Tod des Hirschs wird allen zum Segen gereichen. Strenge und erhabene Weisheit zeichnen diese Göttin aus. 2 Adler bestätigen die Macht ihres Geistes. Ein seltsames Wesen liegt auf ihrem Oberarm. Etwas abseits davon ein Hund. Geschildert wird die 2. Ankunft der ehemaligen Stierseele im Jenseits. Nun kommt sie nicht als körperloses Geistwesen an, sondern als hilfloser Mensch. Die Allmutter schenkt ihr neues Leben in ihrem Menschkörper. Die ehemalige Stierseele hat sich als körperloses Geistwesen im Traum des Ritters bewährt, nun muss sie sich als Mensch bewähren. Bescheiden und hingebungsvoll ordnet sie das Haar der Göttin in 4 Strähnen. Ihr demütiges Dienen wird belohnt. Sie sitzt rechts der Göttin, völlig in sich gekehrt mit Halskranz, das Haar 3-geteilt. Der kleine Vogel in der Hand der Göttin, die einstige Stierseele, findet ebenfalls gebührende Beachtung und Anerkennung. Auch die geopferte Raubkatze ist auf dem Weg nach oben. Auf Felsbildern treten Hirschjäger mit und ohne Pferd auf, doch werden alle Jäger mit Phallus dargestellt. Kein Zweifel darf aufkommen, wem die Kelten den Wandel des Mythos vom Stier zum Hirschgott verdanken. Es war ein Mann. Der Ritter tötet den Hirsch mit einer Lanze der männlichen Waffe. Der Spürsinn des Hundes treibt ihm den richtigen, den sterblichen Hirsch zu. Der Tod des göttlichen Tieres muss gesühnt werden. 3 Stiere werden von 3 Rittern geopfert. Der Hirschjäger, nur dessen Oberkörper ist bekleidet, tötet den mittleren Stier. 6 Raubtiere ergreifen die Flucht. Die punktierten Körper der 3 oberen deuten auf Tierahnen. Sie fliehen, das kommende Blutbad ahnend, nach rechts Richtung Leben. Unter den Stieren und unter den Stierköpfen je 3 Blattdreiheiten. Über dem Rücken des rechten Stiers, in die Zukunft weisend, eine 4.
Er hält in seiner linken Hand die Schlange, Tod, in seiner rechten den Halsring, Leben. Das Geweih über seinem Kopf hat je 4 Seitenäste und 2 Dreispitzdreiheiten. Die 3 Blattsymbole unter den Begleittieren sind je nach Gott Nähe oder Gott Ferne gestaltet. Das Blatt für Wiedergeburt unterm Wolf, er ist vom jungen Gott fasziniert, fällt entsprechend großzügig aus. Das Blattsymbol unter den spielenden Löwen, die dem jungen Gott keine Beachtung schenken, ist dürftig. Das Raubtier, das dem Gott den Rücken kehrt, geht leer aus. Unter der Schlange fehlt ein Blatt, das Blatt für Leben. Über dem Kopf des Mannes auf dem Delphin ist die Blattdreiheit mit einem 4. Blatt verbunden. Die Vierheit verspricht Vollendung im Jenseits. Das Geweih des Hirschs rechts vom Gott hat 5 Äste. 10 als heilige Zahl deutet auf Unsterblichkeit. 2 Gazellen dienen diesem Gotttier und erledigen Aufträge. Zum Beispiel die Gazelle rechts oben geleitet den Toten zur Wiedergeburt. In der Mitte des Reliefs der Stierahne. Sein Halskranz besteht aus 2 Ringen und einer Kugel. Er übergibt seinem Nachfolger das Rad. Dieser, der junge Hirschgott, bezeugt seine Ehrerbietung und Ergebenheit durch Kleidung und einen Helm mit Hörnern ohne Spitzen. Die höfliche Geste soll an die geopferten Stierhörner erinnern. Das Rad symbolisiert Kraft und Bewegung. Der Raddreher führt und lenkt die Menschen auf den rechten Weg, den Weg der Ordnung, Wahrheit, Gottesfurcht und Gesetzestreue. Die punktierten Körper der 2 Raubtiere kennzeichnen sie als Tierahnen. Das Tier rechts geht auf den jungen Gott zu. Es wird zur künftigen Aufgabe. Das Linke entfernt sich vom alten Gott, entbindet ihn aller Verpflichtungen. Unter dem rechten Tier und über dem Kopf des Greifs werden die Blattdreiheiten zu Vierheiten. 3 Greife galoppieren nach rechts Richtung Leben. Sie bilden mit der Schlange jene Vierheit, die aus 3 gleichen und einem ungleichen Faktor besteht. Die ehemalige Stierseele wird als Göttin vorgestellt. Feierlich ernst mit der für sie typischen Handhaltung bewahrender Fürsorge. Die zweigeteilte Haarsträhne erinnert an ihr Menschsein. Rechts der Göttin der Stierahne, links der junge Hirschgott. Beide sind der Göttin verpflichtet. Der Stierahnen verdankt ihr die Opferung durch das Schwert, der junge Hirschgott seine Existenz. Sie erteilte dem Ritter im Traum den Auftrag zur Hirschjagd. Je 2 Blattdreiheiten mit Einzelblättern, Richtung Wiedergeburt zeigend, umgeben die Göttin. Die von oben vordringenden spitzen Dreiecke versichern, all dies geschah nach göttlichem Ratschluss. Die Göttin als Mittlerin zwischen Himmel und Erde, Göttern und Menschen. Symbol ihres Wirkens sind 2 Räder mit 6 blattförmigen Speichen. 3 Speichen bezeugen das Wirken der himmlischen, 3 menschliches Bemühen. Elefanten, die mächtigsten aller Tiere, huldigen der Göttin. Ihre punktierten Körper weisen sie als Repräsentanten der Spezies Tier aus. Blattdreiheiten auf punktiertem Grund bestätigen diese Annahme.
Von drei Blättern weisen zwei in Richtung Wiedergeburt. Greife sind Räuber, doch ihre vier geteilten Flügel kennzeichnen sie als Lufttiere. Und Luft dämpft die Gier. Sie halten das gefährliche Raubtier im Schach. Diesem Gott mit zwei Schnüren unterm Kinn begegnen wir auf einem Relief des großen Horn von Gallehus. Es ist der Hirschgott, der seinem Geburtshelfer, den Ritter, in zweierlei Gestalt nach oben stemmt. Rechts der Ritter als Jäger und Naturmensch, links der Ritter als Geistesmensch. Der Hund auf Seite des Jägers, auf Seite des Geistritters, das geflügelte Pferd. Das neue Symbol, zwei Schnüre am Kinn, löst das Halsband ab. Die rechte Schnur steht für Natur, die linke für Geist. Der junge Hirschgott wurde zur imponierenden Gottheit. Ihr verdankt der Kälte eine wesentliche Erweiterung seines Bewusstseins. Nun ist er imstande, Geist getrennt vom Stoff wahrzunehmen, die objektive Existenz des Geistes zu erkennen. Die zwei Schnüre bekunden auch eine gewisse Unabhängigkeit. Der Halskranz war nicht nur Schutz, es war auch Seil, das den Träger an den Stierahnen band. Sowohl der Natur wie der Geistmensch nehmen ihre Hunde mit hinauf. Der Hund ist das hilfreiche Tier schlechthin, hilfreich dem Natur wie dem Geistmensch. Der einstige Ritter präsentiert sich als Halbgott, mit der Aufgabe betraut, mutige, im Kampf gefallene Krieger zu belohnen. Der liegende Baum, mit 14 Blütendreiheiten besetzt, für jedes Menschlein eine, trennt zwei Welten. Unten die irdische, mit Kriegern, die auf den todbringenden Wolf zumarschieren, oben Reiter auf dem Weg ins Jenseits. Zwischen Halbgott und der Wurzel des Baumes ein Schild, das die Vierheit präsentiert. Zwei Felder, Natur, Geist, umfasst von einem Viereck. Der Halbgott hält den Toten so, dass dessen Kopf den oberen Rand des Schildes berührt. Sofort tritt die Verwandlung ein. Aus schlichten Marschierern werden Ritter in zweifacher Gestalt. Der Reiter vorne ist der Geist, der Nachfolgende der Naturritter. Die Helme der Geistritter zieren Symbole des Geistes, Vogel und Hörner, die der Naturritter Tiere, Eber, und ein Band verbindet die beiden. Die Schlange kennt den Weg ins Jenseits, und der Lärm, den drei Karnyxbläser verursachen, unterstreicht die Großartigkeit des Schauspiels. Bei derartigen Jenseitsaussichten wird die Aussage eines Römers glaubhaft. Im Kampf zu sterben, umgeben von Freunden und 100 Toten, ist höchste Erfüllung. Diese Reliefplatte könnte die Mythenerzählung einleiten, aber auch beenden, und zwar als Mahnung und Warnung. Fürchtet die Götter. Das furchtbar Weibliche, auf diese Weise dargestellt, stammt aus der Zeit des Matriarchats, als man Männliches vom Weiblichen noch nicht deutlich unterschied. Destruktiv Männliches wird durch solche Mischfiguren ausgedrückt. Die nach innen geringelten Barthaare erwecken den Eindruck des Einsaugens. Eng gestricheltes Stirnhaar, den von abweisender Kälte. Anstelle der Brüste,
Der zweifach tötende und verschlingende Wolf. Die Unersättlichkeit eines Todbringers lässt sich nicht eindringlicher darstellen. Ein langer, leerer Wolfskörper und zwei gefräßige Mäuler, die mit erbarmungsloser Gier zerreißen und verschlingen. Drachen sind die Begleittiere dieser Göttin.